Moin, moin, Leute. Ihr wisst, wo wir sind? Nein? Also, wir sind hier in einer NATO-Hauptquartier oder in einem NATO-Hauptquartier, riesengroße Stadt. Ja, was verlassen ist natürlich. Wir betreten jetzt im Moment das Gelände. Hier ist so nirgends so ein Sperrzaun oder sowas, von daher, außer hier die Sperrgitter. Speermauern, die jetzt hier und hier sind, da sind wir praktisch hergekommen. Ja, hier sehen wir die alten Hinweisschilder, Straßenschilder, Checkpoint. Da vorne kommen die nächsten. Ja, sind wir mal gespannt. Wir sind eigentlich jetzt nicht da, wo wir hin wollten. Wir wollten eigentlich zum Royal Air Force Geländer. Jetzt sind wir halt hier. Schauen wir mal. Also wenn wir jetzt als Besucher hier reingekommen wären, wären wir jetzt erstmal in den militärischen Kontrollbereich hier reingekommen, wo wir da sehr wahrscheinlich mit Spiegeln und sowas alles, Körpervisite und unter der Autos mit Spiegeln, also ich war schon mal in so einem Gelände drin gewesen, das ist schon sehr spannend. Die stehen dann damit angeschlagenen Maschinengewehren und untersuchen dich. Ein bisschen idyllisch ist es ja auch. Auf ein kleines bisschen her. Jetzt gehen wir weiter. Das ist schon ein bisschen älter. Die Zäune sind hier sperrangelweit offen. Und wir sind ja Spaziergänger. Ja, hier ist nochmal die Kontrolle drin. Da oben ist eine alte Kamera. Ob die funktioniert, weiß ich nicht. Bis jetzt sind wir auch noch nichts Verbotenes getan, außer zu gucken. Germany Guard Service. Ja, und hier stehen wir jetzt vor einem Zaun, dass es weitergeht. Da ist jetzt die Frage. Darf man oder darf man nicht? Stehen auch noch Kameras. Wie gesagt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie noch im Betrieb sind. So, wir sind jetzt jenseits des Zauns. Wo das sich hat, ist jetzt eine andere Geschichte, aber guck mal, ganz einfach. Hier ist eine alte Schießscharte. Da stand einer drin. Oh, und nach dem Notfall ist Feuer gegeben. Ne? Ja, wir sehen jetzt mal gerade hier auf dem Bürgersteig. Falls ein Auto kommt, das vorbeifahren kann. Jetzt gucken wir uns mal da vorne an den Mast die Ströme an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch was funktioniert. Ja, so sieht das ganze Innenleben aus. Irgendwie hat es mal aufgerissen. Sicherung ist aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was funktioniert. Das ist übrigens ein riesiges Gelände hier, quasi eine Stadt. Für sich damals. Hier auf der rechten Seite stehen schon die ganzen Wohnbaracken. Wahrscheinlich alle verschlossen. Hier ist das Wasserwerk. Ja, hier sind wir jetzt an der am Reading Way. Wenn man da entlang guckt. Also. Schön riesig hier. Man, das ist ja nur ein kleiner Teil, was wir jetzt gerade hier sehen. Da oben die Uhr, die sieht ja auch cool aus. Die
Ja, bestimmt mal irgendwann komplett weiß. Mit den Zeigern. Und so wie es aussieht, scheint die Tür offen zu sein. Dann gehen wir nochmal rein. Moin! Feuerlaufwerksgarten. Kegelbahn. Astral. Ja, das ist mal eine intakte Kegelbahn. Und wie überall muss natürlich wieder rumgeschmiert werden. Der Barbereich. So, sind wir mal in einem Nebenraum. Bowling Reset. Dann hier Servicepreise. Alles im Pfund. Ah, ja, was haben sie damit angemalt? Das ist ein Pinsel mit Kleister vielleicht. Ja, und hier mal ein paar alte Tresore, die schon aufgebrochen sind. Ja, dafür, dass sie so klein sind, habe ich schon ordentlich wichtige Tür, du. Das ist schon heavy. Altes Ding. Das sind hier diese zugemalten Fenster hier. Ja, das ist die ganze Technik, die dahinter mal gewesen ist. Das war die Bowlingbahn. Wir gehen jetzt einfach mal hier zu so einer Baracke hin und gucken mal. Wohnbaracken ist jetzt nichts Besonderes. Die Tür ist schon so zugewachsen hier. Heftig. Ja, die haben hier tatsächlich noch die alten Holzfenster drin. Das ist, darauf jetzt zu laufen, dann eben so ein Testbunker zu sein. Offen getestet worden oder irgendwas bestimmtes gelagert hat. Da stand ja auch irgendwie so ein Abwehrsystem. Dark Trip Hazard. Brauchst du keine Mühe zu geben. Irgendwas auf diesem Podest, was besonders geschützt werden musste. Was immer das war. Ein Flakgeschütz. Irgendwas. Raketenabschussbasis. Keine Ahnung. Jetzt gehen wir da hinten wieder raus. Keep Danger oder Danger Keep. Was ist da unten? Danger Keep Clear könnte das heißen. Ja, seht ihr immer noch an diesem bunkerähnlichen Gebäude. Da steht ein Plan. Das sind Feuer,
Feuerschutzklappen. Ja, vielleicht war ja noch ein Kuppeldach darüber. Vielleicht war noch ein Kuppeldach darüber. Das ist auf jeden Fall die Legende von dieser Zeichnung hier. Ja, überall stehen diese Baracken, wo die Soldaten mit ihren Familien wohl drin gewohnt haben. Verschlossen. Hier war so schön eine bunte Blumenwiese, wo wir drüber laufen. Die Gebäude sind fast alle verschlossen. Und hier ist ein offenes Fenster. Dann gehen wir noch ganz einfach mal in so eine Baracke. Die Zimmer sind natürlich alle leer. War eigentlich gut in Schuss. Warum man sowas nicht irgendwie weiterverwendet? Es kommen sogar Zimmer, wo auch Waschbecken drin sind. Also, ja, das fällt dann jetzt erstmal auf. Die Zimmer sind sehr spartanisch. Wirklich nur entweder gar kein Waschbecken. Hier sind welche mit. Hier sind die. Ist der Küchenbereich mal gewesen. Kommen Sie auf Wunschern. Mattress Store. Das sind hier die Waschbereiche. Brauchen wir noch eine Dusche. Ja, hier noch Toiletten. Sehr wahrscheinlich auch noch eine Stadt. Das war's. Schauen wir mal hier in die Toilette rein. Ja, wunderbar. Es ist ein bisschen dunkel, aber ich mache mal kurz Licht an. Jo, alles gut. Achso, ja, klar, achso. Ja, Duschnummer hier. Und hier haben wir ja, hübsche Badewanne. Nicht dieser, sondern dieser. Warnung für Asbest. Immer wieder das Gleiche. Entweder wird saniert, dann muss es sich mal lohnt. Abreißen ist so teuer, dann bleibt es hier stehen und versammelt. Ach so. Boah. Ja, hier haben wir einen Nahtechnikraum, ein Technikhaus. Das ist irgendwie eine Zentrale. Da hinten ist eine mega Abluftanlage drauf. Wer weiß, was das ist. Wir werden gleich mal auf Google gucken, wo wir uns jetzt hier befinden. Es sieht so aus, als ob da vorne das Ende ist. Das kann ich mir schwer vorstellen. Hier war mal früher eine Treppe gewesen und Weg, wie groß die Bäume schon geworden sind. Office, Uncle Sam's. So, Klingel.
Macht keiner auf. Gut, geh mal wieder. Also nochmal hier. Das ist eigentlich der Weg. Hier sieht man die Treppe, die hier hochführt. Und der Baum hier, der ist bestimmt 3 Meter hoch. Hier noch mal ein paar dicke Türen. Da könnten auch Türkammern sein. Nee. Also sind auf jeden Fall Kühlkammern, da drin sind es 40 Grad, nein, Fahrenheit, 5 Grad, aber ich denke mal, dass das kaputt ist. Ach, guck mal, da haben wir sogar einen offen. Holztier, hier ist bestimmt das Bier drin gelagert worden, Getränke, irgendwas anders. Guck mal, die haben wir auch offen. Öffnungsspezialist, aber gut. Meistens greift man nur am Griff und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ja. Kühlkammern halt. Wir haben Verschlüsse hier. Also ich finde das schon richtig schlimm eigentlich, dass solche Gebäude, auch wenn sie jetzt asbestverseucht sind, die sind noch voll intakt. Da ist nichts kaputt. Die Fenster sind in Ordnung. Okay, es sind Holzfenster, keine ISO-Fenster, Dreifachverglas. Blablabla, bla bla, aber hier, das sind fertige Häuser. Naja, wir gehen jetzt hier von diesem Bereich weg. Hier waren ursprünglich mal ja, entweder Sportplätze oder diese Exerzierplätze. Und dann geht es auf der anderen Seite praktisch weiter. Was mich natürlich wundert ist, warum jetzt hier auf einmal deutsche Schilder stehen. Das ist das nachträglich nochmal anders benutzt worden, nachdem die irgendwann da weg waren. Was war's? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall da vorne, wo wir nicht reingehen dürfen. Da versuchen wir mal reinzugehen. Jetzt haben wir eine Straße gewesen. Sieht nicht vielversprechend aus, aber wir gehen mal. Noch da auf der Bürgersteig zu sehen. Und die Randsteine. Ha? Nee. Hier ist auch eine Straße gewesen. Aber das war tatsächlich nur ein Platz, ein Parkplatz. Da sind die Beleuchtungen. Und hier drunter. Da sieht man die Pflastersteine. Also ich wundert wirklich, dass hier noch so wenig kaputt ist. Was ich natürlich schön finde, klar. Also ich sag mal, wir sind jetzt nicht hier, um überall reinzukommen. Das sind jetzt zufälligerweise ein paar Türen, die wir offen finden. Und dabei soll es dann am besten auch bleiben. Ja, was immer das hier gewesen ist. Der Boden kommt schon gut hoch. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Alter Verwalter. Kids Home. Ein Kindergarten. So, jetzt sehen wir hier eine Gittertür. Das sind Schließfächer. Warum jetzt eine Gittertür ist, das weiß ich nicht. Wir gehen mal rein. Richtig schweres Gitter. Wer weiß, was hier abgegangen ist hinter diesem Raum. Da ist alles vergittert. Ganz offen vergittert. Hier ist ein. Achso, das ist das Hinterteil von dem Schließfach. Vielleicht war das hier wie Finanzverwaltung, Geldausgabe oder sowas. Dass hier keiner rein konnte und einbrechen.
Hello. I need 1000 points. Nicht Points, Pounds. Pfund. Cool. Hinterausgang. Eine verspiegelte Wand, wenn man da nicht von der anderen Seite aus durchgucken kann. Nein. Hier ist eine richtig schöne Küche drin. Oder lecker. Für die Kids was gemacht werden konnte. Sieht doch noch recht gut aus. Mit dem Detail hier. Die unteren Schubladen sind hier gesichert. Warum? Weiß man nicht. Da wird wohl was drin gewesen sein, wo nicht jeder dran durfte. Das ist der Haushaltsraum. Hier wird gewaschen und gebügelt. Fenster schließen. Hier haben wir nochmal einen Waschraum. Ja, sieht so perfekt hier alles aus. Hier wieder Toiletten. Hier drin bestimmt. Ja, eine Dusche. So sieht es aber auch hier noch aus. Schön sauber. Überall diese dicken Gittertüren. Ist das eine Restzelle? Okay, wir gehen jetzt mal wieder raus hier, über diesen schönen Lehmboden. Machen uns mal auf den Weg in den Rest des Geländes. Lautsprecher und Overheat weiß ich jetzt im Moment nicht. Und schon stehen wir vor dieser schönen Eiche, wollte ich sagen, ist keine Eiche. So, wir laufen jetzt direkt auf die Queens Avenue zu, gehen dann rechts und werden dann, ja, ich sag mal, zum Zentrum dieser ganzen Anlage kommen. Vorne ist eine Ampelanlage, also da scheint hier die Hauptverkehrsstraße gewesen zu sein. Ich weiß ja nicht, was man jetzt noch alles erfinden kann. Das Gebäude sieht relativ neu aus. Und das da, das sieht schon ein bisschen älter aus. Ja, da hinter der Dusche sieht man Schotterplatz, wie immer das war. Nach dem Fußballfeld sieht es ein wenig aus. Hier war die Fußgängerampel. Natürlich jetzt nicht mehr geht. Den Rosen davor, dahinter die kaputten Tannen. Aber wir gehen mal weiter. Die Queens Avenue. Aber das sieht irgendwie so aus, als ob nichts mehr so was Besonderes kommt. Hier ist noch eine große Halle. Könnte man mal versuchen, ob da ein Türchen offen ist. Und dann denke ich mal, dass wir vielleicht doch wieder zurückgehen. Schön aus, ne? So bunt sind die Bürgersteige hier. Alle Farben dabei. Also das ist so interessant, das hätte ich ja echt nicht gedacht. So wie es aussieht, ist hier eine Tür offen. Schön, so viele Angebote. Ich suche mir meine Taschen an. Ja, Toilettenbereich. Was das für eine Woche ist, schauen wir mal. Also, das ist eine Schule, Schulgebäude, Gymnasium. Vielleicht finden wir hier sogar noch eine Sporthalle. Oder vielleicht ist das sogar die Sporthalle hier. Und gerade, das können wir mal ganz einfach hier. Das ist die Sporthalle. Hier
erstmal das Reck, wo eingestellt worden ist, im Fuß, denke ich mal, zum Hochspringen. Hier sieht der Boden noch verhältnismäßig gut aus, der knatscht zwar, aber ist nicht hochgekommen. Irgendwelche Sachen, wenn man was dranhängen konnte. Was ist das da oben? Eine Heizung und ein Fernseher, ein Bildschirm. Wie sieht da? Das sehen wir, eine Zählanlage. Ja, genau. Ja, das ist die Sporthalle hier. Jetzt mal hier so steht, sich vorstellt, tok 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 tok, wie die was Band gespielt haben oder was auch immer. Oh, und Sportgeräte drin. Und von hier kommt man dann zusehen, wie die alle gespielt haben. Aus dem schönen Fenster hier raus. Die Kriegsallee entlang, wo jetzt kein Verkehr mehr ist. Ja, eine Garagenanlage. Gym Garage. Nummer 1, Gym Garage. Kommt einer. Das ist im Endeffekt normale Garagen, die mit Zäunen begrenzt sind. Hm? Nee, alles leer. Nee. Die Kriegsallee ist da vorne, da geht der her. Gucken noch mal hier, scheint auch Technik zu sein. Ja, guckt euch mal den Bungalow an, da ist nichts dran. Außer, dass die Tür offen ist. Oh, hier kommt aber ein muffiger Geruch raus. Ja. Auch nicht mehr reinzugucken. Echt? Ja, hat gehört. Hier haben sie. Ach du Scheiße. Ja, das ist halt schlimmer. Waschbecken abgekloppt. Rechts und links. Das ist wieder nicht schön. Kabel zu Kabelkanäle abgerissen. Sehr wahrscheinlich Kabel geklaut. Und alle Waschbecken zertrümmert. Warum macht man sowas? Achso, kann man praktisch reinstellen.
Ja, auf der Toilette ist. Oder Frau. Oder halt frei, auch nicht schlecht. Ja, da haben wir jetzt gerade im letzten Gebäude gesehen, wie es dann aussieht, wenn dann umrandaliert wird. Und dass das dann auch nicht wirklich schön aussieht. So, jetzt sind wir im nächsten Gebäude. Im hinteren Innentrakt, Außenbereich. Ich denke mal, dass das eine Art Kantine, Küche oder sowas gewesen ist, weil es jetzt alles gefliest. Wenn man mal hier reinguckt, da sind noch die ganzen Socke von den E-Geräten drauf. Man sieht mich selbst. Naja, wie gesagt, da drin. Aber auch hier eigentlich alles Taco. Wenn man genau guckt, da oben, da so, da ist ein roter Aufkleber, der hinweist, da oben ist das Best drin. Tara, eine offene Tür. Jetzt hoffe ich nicht, dass hier auch schon wieder alles kaputt gekloppt ist. Aber anscheinend sind wir hier in einem Bereich. Wenn wir hier an der Straße liegt, wo man halt so eine große Mühe hat hinzukommen, dann halt die Tür mal immer ein bisschen fest. Doch, sie haben geklopft. Ja, wieder ein Kühlraum. Leer, zum Glück. Und hier saß die Küchenleitung hinter. Ich kann mir vorstellen, das sind die Metalldinger. Die hauen das Porzellan kaputt, um da ganz schnell unten an die Anschlüsse dran zu kommen. Anschlüsse und Abfluss. Der sah wahrscheinlich auch noch aus Blei, Edelstahl, was auch ich gewesen ist. Deswegen mal eben schnell den Spielschrank kaputt hauen. Echt? Oh, hier liegt Teppich. So, jetzt werde ich hier in den Speisesaal geleitet. Hey! Alter! Ja, Leute, ihr seht, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen geflasht und ich ärgere mich jetzt höllisch, dass ich meine Kamera nicht bei habe. Hey, hier hättest du schöne Bilder machen können. Vom Allerfeinsten. Was soll's, jetzt haben wir dieses kleine Gimbal-Ding. Machen das Beste daraus. Also hier sind ganz viele Speisesäle. Der Boden, der ist hier. Du gehst hier wie auf Wellen. Guckt euch das mal an. Hier hängen tatsächlich noch diese Vorhänge, die sie damals hier dran hatten. Ja, das ist wie gesagt der einfache Speisesaal. Dem anderen gehen wir jetzt gleich rein. Jetzt gehen wir wieder durch den Flurbereich hier. Da hinten geht es auch noch weiter.
schönen Raum. Mit rotem Teppich. Einen fetten Kamin. Ja, fett ist er nicht, aber schön. Und hier sieht man tatsächlich schon so ein bisschen den Verfall. Ist die Decke runtergekommen, Feuchtigkeit. Der Boden, der ist ja bestimmt einen halben Meter hoch. Hier in der Ecke ist auch schon alles feucht. Da kommt ganz einfach Wasser runter. Wenn einmal irgendwo ein Leck ist, dann fängt es an. Hier haben wir nochmal eine schöne Steinwand. Und die schöne Terrasse. Ja, wie ihr uns schwer erkennt, befinden wir uns jetzt gerade hier am Kamin. Wir haben ein paar Bilder gemacht und werden jetzt mal die anderen Speiseräume gehen. Wir gehen also quer hier durch. Ich denke mal, dass das ein kleiner Besprechungsraum ist. Ziemlich hell, Licht durchflutet. Und hier hat es entweder gebrannt. Wir standen im Tresenbereich. Der Hinterbereich geht es nochmal im Keller runter. Eine riesenalte Tür, vergittert. Das scheint hier ein kleiner Party rum zu sein. Was haben wir denn hier? Jay Creek. Lass uns mal gucken, was im Keller ist. Mancher hätte, das muss ich. Eigentlich nur alte Lagerräume. Da ist ein Aufzug. Vielleicht hat hier das Bier gelagert. Kann alles möglich sein. Aber ohne Kühlung. Wir gehen wieder hoch. Waschenkeller. Hier sind wieder Wandtresore, die aufgebraucht sind. Irgendwelche Leute meinen immer, dass da noch Schätze drin sind. Ist aber nicht so. Hier geht es jetzt wieder. Das ist der Tresenbereich. Schaut euch mal die schicke Decke an. Und dann dazu das hier. Labor. Und der Tresen. Ja, das ist immer der Haupteingangsbereich. Hier ging es dann letztendlich rein. Rechts stand die Dame, guten Tag der Herr. Jetzt kann ich dann hier gehen Sie in Saal 1, Saal 2, Saal 3. Was wir hier noch sehen, ist ein schöner Kronleuchter. Weitere Speisesäle mit Kamin. Das sind hier kleine Telefonboxen gewesen. Da stand das Telefon, Tür zu.
telefonieren. Das ist kein Telefonhäuschen. Das ist eine laugefließte Toilette. Babyblau oder ein grünlich. Ja, das mal zum Kantinenbereich. Ja, warum wir jetzt mal angetan? Ja, jetzt stelle ich mal vor, hier sind ganz viele Tische gewesen. Gemurmel, Sprüche. Okay. Der Kamin hat geknistert. Und jetzt? Alles verlassen. Wir gehen da raus. Jetzt sitzen wir hier im Busch, sind gerade weggelaufen, weil wir auf der Queens Avenue ein Auto gesehen haben. Anscheinend ein Typ, ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Wir warten jetzt mal ganz einfach, was passiert. Sehr wahrscheinlich nicht viel. Aber man muss ja nicht einfach so weiterlaufen. Kann ja dann noch böse enden, ne? So, wir laufen jetzt nicht den gleichen Weg zurück. Man weiß ja nie, aber uns gerade schon überhalten. Die ganzen Kabel- und Kupferdiebe. Das ist ja eine große Organisation, die müssen auch eben mit Autos hier reinkommen. So, wir sind jetzt hier vorne um die Ecke. Schauen wir mal, was wir uns da ein. Jetzt kommen wir wieder an den Gebäuden. Was? Ja, jetzt kommen wir wieder an den Gebäuden, die nicht so groß sind. Und die Lage fallen. Annen. Was die arbeiten da. Also im Endeffekt war das gerade nur ein Auto, was zum Gebäude hingefahren ist. Wo wir gerade vorbeigegangen sind mit diesen verspiegelten Scheiben. Eine Antenne noch davor war und irgendwas gebrummt hat, also irgendwas ist da drin noch gemacht worden. Und ja, das war's. Wir gehen jetzt aber trotzdem zurück, weil jetzt schon hier, ich weiß nicht, 3 Stunden drauf. Und haben vielleicht einen Fehler gesehen. Ja, wir laufen jetzt parallel der Queensallee. Die Hauptstraße durch den ganzen Ort hier durch. Dass wir noch irgendwie antreffen, oder? Ha? Ja. Aber da, wo wir reingekommen sind, ist ja toll gewesen. Also, das hätte man mal aufschließen müssen. Das heißt, wir gehen noch wieder raus. Und wenn da was ist, dann sehen wir es ja. Was immer sich jetzt noch hier hinter mir verbirgt, Waterworks. Aber Katzen, irgendwelche anderen Tiere werden hier gut gefüttert. Ja, hier gehen wir rein. Unsere letzte Tat für heute, beziehungsweise für dieses Areal. Hier hat es schon richtig gebrummt über der Straße. Bisschen weiter. Darunter ist bestimmt ein Wasserbecken gewesen. Hier auch. The door is open. Das ist ein alter Fahrradschuppen. Ich
hat mal einer drin gelegen. So, was ist denn hier? Das scheint eine Wasseraufbereitungsanlage zu sein. Oder? Wo ist das Wasser reingekommen? Durch da hinten, durch die Riesendinger? Kann man auf andere Seite gehen. Das ist die Schaltzentrale. Da steigen wir jetzt rüber. Das mal genauer an. Was haben wir denn hier alles? Waschwasser. Auf und zu. Spülluft. Alles auf Deutsch. Ja, Englisch-Deutsch. So sieht es auf jeden Fall aus. Boah, noch eine Lebensanlage. Okay. Jetzt wissen wir, wofür das ist. Schwimmbeckenwasseraufbereitungsanlage. Das heißt, ja, hier hinter wird sich irgendwo der Schwimmingpool befinden. Ein paar Bilder, wie das Ganze in Betrieb gewesen ist. Ja, was hier gestanden hat, das weiß ich jetzt auch nicht. Das sind wohl auch irgendwelche Pumpen gewesen, die dann mit dem Kran hier hochgehoben worden sind. Kran trägt 2 Tonnen. Umwälzpumpen. Halt für ein Schwimmbad. Und wenn wir das hier gefunden haben, dann machen wir natürlich der Schwimmer noch gleich in dieser Halle hier. Keine Ahnung. Aber das riecht hier nach Verbrennung, also die, ja, wie das Wasser erwärmt worden ist. Ist alles möglich. Weiter geht's. Hier führt ein Rohr nach draußen. Das heißt, in der Richtung muss ja dementsprechend das Schwimmbad sein. Pfeil zeigt auch nach draußen. Schauen wir mal. Ist nichts. Kontrollberichte. Hier haben das schon ordentlich Kupfer geklaut. Was wir hier sehen, sind noch jede Menge Akten, CDs, Wochenberichte, ein Sofa, viele Kleiderhaken. Also müssen dementsprechend auch viele Leute gearbeitet haben. Hier sind Überflüge dran, Schaubilder von Sachen, wo Wasser durchfließt. Schade, dass hier nichts mehr dran ist. So, noch ein Büro. Das sieht schon wieder fast wie Labor aus. Hygiene. Ganz vielen solchen Rollchen, wo Daten noch aufgezeichnet worden sind. Ich denke mal, Tabletten, um Wasser zu prüfen. Alle möglichen Sachen. Bärchen, Blitzen. Noch so ein Raum.
Zimmer. Was könnte das gewesen sein? Ich gehe mal davon aus, dass hier Schaltschränke aufgestanden haben. Dass hier praktisch alles überwacht worden ist. Wie gesagt, kommst du jetzt da wieder rein? Ja, dann wäre es kein Notausgang. Das dürfte aber nicht passieren. Wo immer das Schwimmbad ist, wissen wir jetzt auch nicht. Es könnte ja auch sein, dass irgendwo anders ein Hallenbad gewesen ist. Das Wasser hingeleitet worden ist. Möglicherweise. So, jetzt verlassen wir das Ganze hier wieder. Hat Spaß gemacht. Doch, muss man schon sagen. Und wir wollen jetzt noch woanders hinfahren, ob das da genau geschehen ist oder ob wir drauf kommen. Das wissen wir nicht. Ich sag erstmal bis hierhin. Tschüss. Vielleicht sehen wir uns nachher wieder. Das weiß man nicht. Bis dann.